Machu Picchu, die Ruinenstadt der Inka, im heutigen Peru auf einer Bergspitze der Anden gelegen. Im 15. Jahrhundert herrschten die Inka über 250 Völker und 9 Millionen Menschen. Sie hatten ein gewaltiges Reich und entsprechend viel Macht. Rund 300 Jahre hat es nur gedauert, bis das relativ kleine Volk der Inka das größte Reich, das jemals in Südamerika existierte, errichtet hatte. Tupac Amaru war der letzte Herrscher dieses Reiches und führte erbitterte Kämpfe gegen die spanischen Eroberer, jedoch erfolglos und mit der Folge, dass er 1572 hingerichtet wurde. Die spanischen Eroberer berichteten, dass ihnen das Inka-Reich wie aus einem Guss geplant vorkam. Die Inka waren tatsächlich Meister der Organisation. Sie bauten die Landwirtschaft planmäßig auf und legten riesige Terrassenfelder an den steilen Hängen der Anden an. Durch Bewässerungskanäle machten sie aus trostlosen Wüstengegenden fruchtbare Oasen. Kunst und Kultur vereinheitlichten sie nach ihren Standards. Dabei erfanden die Inkas allerdings nichts neu, sondern bedienten sich der Tradition anderer Andenvölker, die schon lange vor ihnen existiert hatten. So wie die Römer die Metallverarbeitung von den Etruskern oder die Philosophie von den Griechen übernahmen, entwickelten die Inka die Goldschmiedekunst der Chimú oder die Webkunst der Moche weiter. Die Menschen waren dem Inka-Staat gegenüber verpflichtet, Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit zu leisten. Durch die besondere staatliche Organisationsform wurde auch für die sozial Schwächeren Sorge getragen. Zur Verwaltung des riesigen Gebietes bauten die Inka einen Beamtenstaat auf, ähnlich wie die alten Ägypter und Römer. Als die Spanier jedoch im Jahre 1532 unter Führung von Francisco Pizarro in das Inka-Reich vordrangen, sollte dies das Ende bedeuten. Den Inka war klar, dass sie keine Chance hatten gegen die zahlen- und waffenmäßig überlegenen Eroberer und versuchten alles, sich aus ihrer Not zu befreien. Doch ihnen sollte das gleiche Schicksal zuteil werden wie den anderen hochentwickelten Völkern Mittelamerikas. In nur wenigen Monaten ist fast das gesamte Reich unter spanischer Kontrolle. In der Folgezeit rauben die Spanier den Inka aber nicht nur ihr Reich, sondern auch ihre Kunst und Kultur. Die Ausübung des ausgeprägten Totenkults wird unter Strafe gestellt und die mit reichen Beigaben versehenen Grabstätten werden geplündert. Alles, was die neuen Herren an Gold finden können, wird herbeigeschafft, eingeschmolzen und nach Spanien verschifft. Historiker sprechen vom Ausverkauf einer ganzen Kultur. Unmengen an Kunstschätzen sind so unwiederbringlich für die Nachwelt verloren gegangen. Die Hauptstadt der Azteken war Tenochtitlan. Auf einer Insel bauten die Azteken mit Tempelpyramiden, Palästen, Aquädukten, Brücken, großen Plätzen und einem System sich kreuzender Straßen ein meisterhaftes Monument. Moctezuma war der Herrscher des Aztekenreiches und kooperierte mit den Spaniern unter Führung von Cortés. Doch der ersten Beugung den Eroberern gegenüber wichen bald darauf blutige Kämpfe, an deren Ende auch hier der Niedergang einer ganzen Kultur stand. Anders als bei den Inkas setzte sich das Reich der Azteken aus dem Bündnis dreier Völker zusammen, dem Dreibund. In dieser Einheit gelang es ihnen bis 1519 fast ganz Mexiko unter ihre Kontrolle zu bekommen und Tributzahlungen zu fordern. Cortés vernichtete das Aztekenreich 1521 mit Hilfe der von Azteken unterjochten Stämme. Ebenso eindrucksvoll war die Kultur der Chimú. Zwischen 1250 und 1460 entwickelte sich das Chimú-Reich zu einem mächtigen Staat an der peruanischen Küste. Mit ihrer Hauptstadt Chanchan gelang es ihnen, ihre rund 100.000 Einwohner vollständig zu versorgen. Chanchan konnte von den Inkas mit militärischer Gewalt nicht besiegt werden.
Deshalb leiteten die Angreifer den durch die Oase fließenden Fluss um, sodass die Einnahme der Stadt durch die bald eintretende Wasserknappheit möglich wurde. Noch heute sind die Überreste dieser einst größten südamerikanischen Stadt zu sehen, die seinerzeit vollständig aus Lehm gebaut wurde.